Palette ist ein ständiger Unsicherheitsfaktor, das tut mir leid. Ich habe wenige schlaue Gedanken, aber die muss ich ja äußern. Danke, dass du jedes Mal dazwischen kriegst. Was ist los mit dir? Ich habe eine These und es war eine sehr beunruhigende These. Ja. Könnte es eventuell sein, dass Adi Hütter zum ersten Mal die falsche Taktik gewählt hat? Das kotzt mich langsam auch an. So Leute, heute geht's um die gruselige Partie gegen Bremen. Wir klären die Frage, warum Fallett wirklich gespielt hat. Transfergebabbel gibt's auch und natürlich das Spiel gegen den BVB. Da gucken wir auch mal drauf. Abonniert den Kanal. Fußball 2000 und drückt die Glocke. Gute, ich bin der Marvin. Das ist der Marc. Das ist der Phil. Und das ist der Wassi. Oh, ich sehe rot. Besser. Und zusammen sind wir Fußball 2000. So, liebe Leute, wir haben heute einiges zu besprechen, würde ich sagen. Da ist einiges auf der Platte. Aber lasst uns doch mal anfangen mit dem Spiel der Eintracht in Bremen. 2-2 vom Ergebnis kann man sagen, okay, aber die Leistung stimmt mich jetzt nicht so wirklich zufrieden, oder? Kann man sagen, es war ein schönes Fußballspiel für neutrale Zuschauer. Also es war viele Torraumszenen, viele Chancen. Also es war ein gutes Fußballspiel. Für dich. Es war bessere Abendhaltung als das Dschungelcamp, fand ich. Das ist halt getroffen. Es hat super Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Aus Eintracht-Sicht natürlich die Leistung, ich würde sagen, in der Defensive fast schon erschreckend schwach. Ja, ich denke, das kann man definitiv sagen. Also in der Abwehr hat eigentlich relativ wenig gepasst. Ja, ich hatte mal ein ganz anderes Eintracht-Wochenende. Also ich war mal beim großen Sport. Ja. Ich war Reporter bei der Rodel-WM in Winterberg und habe tatsächlich erst gestern Abend dieses Spiel mir nochmal in voller Länge angeguckt. Ja. Und das Erstaunliche war, ich hab, was ich so gelesen hatte, dachte ich so, boah, geiler Kick, da freust du dich irgendwie total drauf. Ja. Am Ende dachte ich mir, scheiße, die Eintracht hätte ja 2-18 verlieren können, gefühlt. Also die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nicht gepasst. Von vorne keiner mit nach hinten gearbeitet. Bremen hat die Eintracht komplett überrannt. Ja, ohne Scheiß, was fahrlässig, dass die nicht gewonnen haben. Einhaken, was du gerade gesagt hast, du meinst, die Abwehr war schlecht. Mhm. Das stimmt nicht. Also ich fand, die Defensive war schlecht, aber es war nicht die Abwehr. Ja. Das war dieser Reflex, was ich bei euch auch bei Twitter gelesen habe, dass alle auf die Innenverteidiger raufgehauen haben, aber das war nicht das Problem. Ja, würde mir jetzt mal wirklich erzählen, dass Fallett gut gespielt hat. Natürlich ist er nicht. Seid immer noch so ruhig wie letzte Folge, dass sie sagt, auch Russ, Fallett, es geht alles super. Ja, also erstens waren wir bei sich gesagt, dass kein Ersatz her muss. Ersatz muss her, logisch. Aber es lag nicht an Fallett. Also wenn da sein Zedo gestanden hätte, ich auch nicht selbst wenn der Dicker gestanden hätte, sage ich, wäre das Spiel genauso gelaufen, weil das war einfach wie eine Flutwelle an der Nordsee und da war kein Deich, weil einfach die Sechser nicht da waren. Und die kamen einfach ungebremst auf die drauf und da konnten die nichts machen. Genau, das ist die Sache, weil die Abwehr ist ja erst in dem Moment wirklich im Fokus, wenn alles, was davor passiert, nicht mit nach hinten arbeitet. Das ist der entscheidende Punkt und das war über weite Strecken der Hinrunde anders. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, Salcedo war gefühlt 90% der Hinrunde gar nicht dabei, weil er ständig verletzt war. Hat da jemals jemand gesagt, oh Gott, Russ, Fallett und Tralala und da brauchen wir ganz dringend jemanden? Nein, weil sie da besser zurückgearbeitet haben. Ja, wenn du dir die beiden Gegentore anguckst, bei dem einen ist ein Einwurf, da rückt Hasebe raus, weil keiner da ist. Also weder Rode noch der Guzman waren in der Mitte und beim zweiten Tor genauso. Da Costa verliert den Ball und keiner der Sechser ist zwischen Ball und Tor, deswegen muss Hasebe rausrücken. Deswegen sind halt riesen Lücken und dann siehst du kacke aus als Fallett. Das ist komisch verteidigt, keine Frage, aber Problem an die Sechser, nicht die Innenverteidiger. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Jetzt schweigt der nämlich hier, ihr beiden. Nö, ich schweig gar nicht, aber ich sehe es trotzdem nicht so was. Fallett und Russ reicht für mich trotzdem nicht aus. Ich hoffe, die Eintracht, die Eintracht ist ja auch dabei. Sieht das eher so wie Marvin und ich. Und ich glaube, Rode ist trotzdem einer, dem erlaube ich das noch. Natürlich. Dass da die Abstimmung mit de Guzman nicht stimmt. Weil er ist noch nicht so lange da wie Fallett. Und Fallett ist ein ständiger Unsicherheitsfaktor. Das tut mir leid. Und Russ ist auch nicht besser. Ich nicht so. Also, das reicht nicht aus. Du hast es aber gesagt, man darf die Leistung von Bremen auch nicht schmälern. Mhm. Die waren schon sehr, sehr gut. Die Eintracht hat probiert gegenzuhalten, es hat nicht gereicht. Abraham dürfen wir auch nicht vergessen. Der war völlig von Rolle auch. Also, das ist genau der Punkt. Das sind ja mehrere Mannschaftsteile, die nicht funktioniert haben. Ich bleibe trotzdem dabei, auch wenn du das schön dargelegt hast, dass es an der Defensive liegt. Das ist durchaus auch richtig. Ich finde, es hängt aber auch an den Innenverteidigern, die keine Sicherheit gegeben haben. Ich fand, es hängt auch damit zusammen, dass Abraham nicht an sein Leistungsniveau gekommen ist. Also die waren alle auf dem Platz. Die Innenverteidiger waren die ärmsten Säulen mit Hasebe zusammen. Ja, das ist richtig und du hast auch vollkommen recht, dass du sagst, in der Defensive hat es auch im defensiven Mittelfeld nicht gestimmt. Es hat auch weiter vorne nicht gestimmt, weil du gesehen hast, dass die Pässe nicht gestimmt. Genau, dass die Pässe nicht gestimmt. Das war auch richtig schlecht, muss man sagen. Ja, Kostic war gar nicht da. Ja, wenn ich dann teilweise sehe, natürlich hat Kacinovic irgendwie dem Spiel dann geholfen, als er eingewechselt wurde, aber welche Fehlpässe auch da ist. Eine Pass, habt ihr diese Szene im Kopf? Genau, das sind so Kacinovic in der Nutshell, der läuft, der muss den Ball nur nach außen spielen. Du weißt ganz genau, ich kann jetzt 1, 2, 3, der spielt dem anderen Mann den Ball in den Fuß. Genau. Und das kann nicht wahr sein, was ist los mit dir? Und ich meine, das hat er immer wieder, das will ich jetzt auch gar nicht thematisieren, aber du hast gemerkt, von vorne bis hinten hat es nicht gestimmt. Mhm. Für mich ist es natürlich auch so, dass ich dann natürlich erst hinten sehe und sage dann, okay, Fallett macht auch nicht den sichersten Eindruck, dass er nicht die Alleinschuld trägt, auf keinen Fall. Der ist ja wirklich nicht der Einzige, der jetzt irgendwie die Probleme am Schuh hat. Das ist es nicht. Aber trotzdem sehe ich, und das, sorry, dann kannst du gleich widersprechen. Ich habe auch eine Wortmeldung. Ja, aber finde ich, dass du
keinerlei Sicherheit reinbringst, wenn du Valletta drin hast. Der gibt der Mannschaft nicht das Gefühl, dass sie mehr Sicherheit hat. Ja, bitte. Ich will auch mal sagen, was Schlaues. Lass uns aber ja sofort zur Frage bringen, warum hat Valletta denn überhaupt gespielt? Ja, das würde ich von dir wissen, weil du scheinst eine Antwort zu haben. Also ich habe keine Antwort. Ich habe keine Antwort, denn ich heiße nicht Adi Hütter. Ja, aber ich habe eine These und es war eine sehr beunruhigende These. Ja. Das war das letzte Pflichtspiel vor dem Ende der Transferperiode. Und ich befürchte, dass er ihn ins Schaufenster stellen sollte, musste, wie auch immer. Ich glaube nicht. Mhm. Ich kenne Adi Hütter inzwischen, oder so wie ich ihn kenne. Adi Hütter ist ein schlauer Trainer, ist ein guter Trainer. Das auf jeden Fall. Selbst wenn ein Valett eine überragende Trainingswoche gespielt hat und irgendwie konzentrierter war und wacher war als ein Dicker in dieser Trainingswoche. Ein Dicker ist ein dreimal besserer Innenverteidiger. Und wenn es um den sportlichen Erfolg geht, dann stelle ich einen Dicker. Und deswegen glaube ich nicht, dass Adi Hütter ernsthaft gesagt hat, nach der Woche, ich stelle jetzt mal Valett, weil der ist der bessere Spieler. Mhm. Ich glaube es. Also das war auch mein erster Gedanke. Ich sehe Valett in der Elf und den Dicker auf der Bank. Und der war nicht verletzt. Also er hat trainiert gestern. Dass er ihn wirklich, dass er ihn noch verkaufen will. Ich glaube, dass der Königsplan der Eintracht ist, dass die langfristig denken. Also es ist wirklich Theorie, dass sie Valett auch noch abgeben und dann noch zwei neue Spieler holen. Das nämlich einen neuen Innenverteidiger und einen neuen Sechser. Das wäre nämlich das Beste. Ja, das heißt, Theorie, die ich habe. Mhm. Er hat Valett aufgestellt, um Bobic zu zeigen, wie schlecht Valett ist. Dass sie halt sehen, dass sie noch verkaufen müssen. Ist noch Reverse kruder, Psychology. Aber das im Schaufenster glaube ich wirklich auch. Ja. Fände ich arg fahrlässig, wenn das wirklich so ist. Was passiert das wäre ja quasi fahrlässig. Also selbst für deine Verhältnisse schlecht. Und das Problem ist ja bei so einer Nummer, also wenn die ihn wirklich ins Schaufenster stellen wollten und die gesagt haben, okay, wir lassen jetzt nochmal spielen, hoffen, dass er halbwegs anständig kickt, dann bringt er eine Million mehr. Nach dem Spiel bringt er eine Million weniger. Also im Spiel bringt er gar keine Million mehr, weil keiner den haben will, sorry. Ja, ich merke schon, es geht hier ganz krass auseinander. Ich sehe es nämlich auch nicht so krass, als hätte er das schlechteste Spiel seines Lebens gemacht. Er ist ja auch Pazifist. Ja, das ist richtig. Er ist ein Teil einer schlechten Mannschaft an dem Tag gewesen. Trotzdem ist es interessant. Ich habe auch noch eine Frage. Habe ich noch. Danke, dass du jedes Mal dazwischen grätscht. Ich habe wenige schlaue Gedanken, aber die muss ich ja äußern. Mhm. Könnte es eventuell sein, dass Adi Hütter zum ersten Mal die falsche Taktik gewählt hat? Also, weil er sagt ja immer, wenn die drei Stürmer spielen, müssen zwei Sechser auf dem Platz, weil sonst ist die Absicherung nicht da. Und das sagt er vorher lang und breit. Und man stellt auf, den überforderten Rode und den Gussmann, der kein Sechser ist. Also ich fand also auf jeden Fall... Die waren nicht einfach zu, die waren zu offensiv und zu schwach in der Defensive. Ich fand vor allen Dingen, dass Kofeld Werder sehr gut eingestellt hat in diesem 5-4-1. Mhm. Die haben der Eintracht sehr viel Ballbesitz gegeben, aber in Zonen, wo es nie wirklich gefährlich wurde. Mhm. Ja, das war ziemlich gut gelöst von Werder, muss ich sagen. Das war extrem spannend. Und du hast halt gesehen, dass die Bremer waren auch echt... eine Klasse besser, mindestens. Ja. Ich habe gesehen, dass beide Eggesteins, du hast sie ja letzte Woche schon angesprochen, brutal waren. Also gerade Max Eggestein war schon... Eggestein. Wow. Also das ist genau so ein Spielertyp. Genau so ein Spielertyp fehlt der Eintracht. Ja. Dynamisch, torgefährlicher Mittelfeldspieler. Ja. Also es ist halt nicht nur, dass die Eintracht schlecht war, sondern Bremen war auch... Die Bremen haben auch genau in der Mitte angesetzt. Sie haben in der Mitte die Zweikämpfe gewonnen, haben schnell umgeschaltet und sind dann also schnell aufs Tor. Trotzdem genau kannst du mit so einem Gegner besser umgehen, wenn du ballsicherer bist. Und das stört mich, das war in Freiburg schon so. Du hast einfach das Gefühl, die Eintracht ist noch gar nicht in der Rückrunde drin, aber Leute, wenn wir noch gar nicht in der Rückrunde drin sind und trotzdem schon 4 Punkte mitgenommen haben, aber wie geil ist das, dass wir auch alle ein bisschen unzufrieden sind, aber 4 Punkte auf dem Kasten haben und das war schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Also ich meine, es hat viel mit Glück zu tun gehabt. Es gab das jetzt Ding ist, diese, das die ist auch Szene. Immer dieses Argument. Das ist immer das gar nicht auf die Argumente hören, sondern einfach weiter erzählen. Schöne Schuhe übrigens. Ja, danke dir. Also, du hast aber mehrere Szenen gehabt, die problematisch waren. Vor dem Frankfurt-Tor gab es die Szene, dass hat gesagt, es wäre vielleicht Handspiel gewesen. Wie bewertet ihr das? War das für euch Handspiel von dem Eintracht-Spieler, der Jovic, zum Einzelnen? Nee, das war hier. Ich weiß auch gar nicht, was da zu diskutieren gibt. Das ist einfach hier. Diskussionen sind sehe ich auch so. Videobeweis. Schulter. Ja. Also, und was meint ihr am Ende? Also hätte es dann noch Elfmeter für die Eintracht geben müssen? Nein, war außerhalb. Also der Beginn der Szene, ich weiß, es gibt diese Fotos im Netz, wo du siehst, dass es auf der Linie ist, aber der Beginn des Handspiels... Fotos im Internet. Der Beginn des Handspiels ist klar außerhalb. Und das ist wie wenn bei einem Foulspiel. Mhm. Wenn der Verteidiger am Stürmer zieht und zerrt und das beginnt 2 Meter vor dem Strafraum und der fällt erst im Strafraum hin, dann gibt es keine Meter. Das war extrem schlecht aufgelöst vom Bezahlsender, fand ich, weil sogar Markus Merk aus dem Unterholz sich gemeldet hat und sagte, das war ein klares Handspiel, da muss Köln drauf gucken und da wird es gleich noch was geben, 11 Meter, der Kommentator ist draufgesprungen. Ja. Und hast du jemand ganz am Ende hast du gesehen, dass die Hand halt irgendwie so aus dem 16 raushielt und das war wirklich der erste Kontakt, du wirst mir gleich widersprechen, war vor dem 16. Und deswegen kein Videobeweis. Deswegen ist keine klare Fehlentscheidung, weil es nicht um 11 Meter geht, deswegen greift der Videoassistent. Ist das 11 Meter? Ich weiß gar nicht, was es zu diskutieren gibt. Ihr müsst halt auch die Sendung dann zu Ende schauen. Am Anfang hat Sky das gezeigt, bla bla, dann sahst du aus, als wäre der vor der Linie. Ja. Die haben es mit Adi Hütter zusammen geschaut, hat der Sky-Typ das selber gesagt. Der Ball, die Hand ist auf der Linie und der Ball kommt dann dran. Das ist einfach, das gehört zum Strafraum, das ist 11 Meter. Und es kotzt mich langsam auch an. Das ist halt getroffen.
In Berlin dieselbe Scheiße. Ja. Jovic, ganz normal, Elfmeter, was ist los? Natürlich, und das braucht mir auch keiner hier in die Kommentare schreiben, natürlich hätte die Eintracht nicht verdient gewonnen, aber das ist mir auch scheißegal. Ja. Also, ja, gut. Bremen ist eh unsympathisch. Keine Grüße an Kuhfeld, wie er da rumgeafft hat. So, das tut so, als wäre es mehr. Ich bin ganz sympathischer junger Trainer. Ja, verdient wäre es definitiv nicht gewesen, 3 Punkte aus Bremen mitzunehmen. Ich will auch noch eine Sache zu deinem Gedanken von eben angreifen, weil du sagtest, hier meckert über ein 2-2. Ich höre auch immer diese, auch bei Twitter gibt es dann. Vor 2 Jahren hätten wir uns über ein 2-2 in Bremen gefreut. Da hätte keiner was gesagt, ja, Alter, vor 2 Jahren war die Mannschaft auch einfach 5 Klassen schlechter als wir. Das ist richtig, ja, genau. Deswegen musst du ja die Ansprüche musst du einfach, sind einfach höher geworden. Mhm. Und die Eintracht hat einen richtig guten Sturm. Die haben meiner Meinung nach eine gute Abwehr. Im Mittelfeld fehlt es. Und jetzt, das ist auch das Ding, deswegen, wo ich was holen muss. Mhm. Die müssen Leute holen, weil die einfach dieses Jahr diese unfassbare Chance haben, wirklich in die Champions League reinzukommen. Die sind 5. Haben die eben nicht? Doch, haben sie. Die haben eine realistische Chance. Wie sollen denn die Eintracht Leipzig und Gladbach überholen? Ja, ja, die sind besser. Aber der Punkteausbeute gegen die Top-Teams. Die haben die realistische Chance, da oben reinzustoßen. Ja. Die realistische Chance, 2. Jahr in Folge international. Genau. Aber die müssen Leute holen. Die müssen noch dieses Loch im Mittelfeld stopfen. Inhaltlich bin ich da vollkommen bei dir. Du musst auf jeden Fall Leute holen. Wir können gleich nochmal drüber sprechen. Sehe ich ganz genauso. Was ich aber noch kurz ansprechen will. Du bist ja immer Team Renault. Ja. Also ganz ehrlich, ja. Team Renault wäre in Bremen nicht Mensch. So gut gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin Trapp hat für mich eine herausragende Partie geleistet. Er war ganz klar der Fels in der Brandung und sonst hättest du da besser runtergegangen, glaube ich, ganz sicher. Also Leistung von Kevin Trapp. Ja. Wird mit jeder Woche besser. Ich frage mich so ein bisschen, was Renault machen soll, wenn die jetzt mit Trapp verlängern. Nein, das ist ein Scheiß. Für ihn ist es scheiße. Aber ganz ehrlich, das kann jetzt gerade nicht passieren. Oder geht in die Formel 1 zu Benetton Renault? Ich will mit dieser Sendung nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Die Leute denken dann, ich finde das auch lustig. Wow, das ist, aber von allen Spielern, die auf dem Platz waren, wer war für euch der Spieler des Spiels? Bei der Eintracht? Ja. Kann nur Trapp sein. Oder halt eine von denen, die wir nicht mehr Büffel nennen wollen, Büffeln. Ja, wollte ich gerade sagen. Straßenbahn 489 haben wir jetzt genannt. Was ich ja geil finde, ist Sepp Allaire, der diese Elfmeter. Ja, ich habe ja, wie geil. Ich habe mein Leben nachher auch sehen oder Elfmeter gehasst. Wie geil man Elfmeter schießen kann. Mit dieser Verzögerung beim Anlauf. Ja. Da habe ich jedes Mal Blutsturz bekommen früher. Wann immer ein Spieler meiner Mannschaft so angelaufen. Hör doch auf, Mann. Nimm doch 20 Meter Anlauf und feuer das Ding unter die Latte. Der Typ ist so cool beim Elfmeter. Das ist irre. Die sind unhaltbar. Obwohl er im Anlauf verzögert, da kann man nur sagen, alle Achtung. Ja. Auch noch was. Wir wollen sie ja nicht, wir wollen sie ja nicht mehr Büffel nennen, aber einmal muss ich es noch bringen, weil sonst geht das Bild nicht. Ja. Du hast da vorne diese 3 Büffel, da musst du sie aber auch füttern. Ja. Und da kommt nicht aus dem Mittelfeld auch zu wenig. Also da muss einfach noch ein Spieler hin. Das ist für mich die entscheidende Baustelle. Du sprichst es immer an. Wir werden gleich nochmal drauf kommen. Ich will auch sagen, Allaire ist auf jeden Fall der Spieler gewesen, der mir sehr gut gefallen hat. Der macht viel. Der hat, glaube ich, allein 17 Kopfbälle gewonnen. Das war fast mehr als die ganze Mannschaft von der Werder Bremen. Du hast gemerkt, dass er sehr viel ackert hat, auch wenig Pässe bekommen. Das, was du gerade angesprochen hast. Wie viele Punkte würdest du der Eintracht geben? 3. 3 Punkte? 3. Alter, jetzt mal bei allem Respekt, wir haben 2-2 gespielt. Also ich meine, du hast eine sehr krasse Latte. Die Eintracht hat keine Ergebniskrise, aber die Eintracht hat eine harte Formkrise. Und zwar das 2. Spiel in Folge war sie klar schlechter. Wir haben gegen Freiburg und gegen Bremen gespielt. Mhm. Das sind keine guten Zeichen mit Blick auf das, was in den nächsten Wochen da kommt. Ja. Gladbach, Leipzig, Donetsk, Dortmund. Irgendwas, finde ich, ist im Winter so ein bisschen verloren gegangen. So die Griffigkeit, diese Emotion auch im Spiel, die fehlt mir so ein bisschen momentan bei der Eintracht. Mhm. Und das ist schade und deswegen nur 3 Punkte. Und wenn die Jungs wieder emotionaler und griffiger werden, dann auch gern wieder mehr. Gut, also ich mache lustigerweise das Doppelte wie du. Also es sind 6 Punkte. Es ist trotzdem relativ wenig für mich. Ja, genau, es sind 6 Jahre umgetreten. Aber ich muss halt sagen, dass die Eintracht immerhin einen Punkt aus Bremen mitgenommen hat, was ich aufgrund der individuellen Klasse schon ganz in Ordnung fand. Aber natürlich, wir haben gerade schon angesprochen, spielerisch war der wenig dabei. Trotzdem muss ich sagen, ja, die Eintracht hätte das Spiel aber früher öfter mal verloren. Insofern ist es für mich schon so, dass ich sage, kann man machen. Ja. Ich sage 5, weil er die 4 hat, hinten schlecht, vorne die 3, die halt treffen, mehr muss man nicht sagen. Also es wird auf Dauer aber nicht gut gehen. Ja, ich gebe auch nur 4 Punkte. Ich war auch echt verärgert, als ich das Spiel gesehen habe. Es muss klar besser werden. Ich bin aber auch auf Marvin Seite sozusagen, wenn man dann trotzdem die Punkte noch holt, das ist auch eine Art Qualität. Die Eintracht hätte das Ding noch gewonnen am Ende sogar. Das wäre auch völlig egal gewesen wie. Aber nichtsdestotrotz war das kein Spiel zum schön angucken. Ich habe mich viel, viel aufgeregt. Ich war viel sauer, weil es viele Fehlpässe gab. Die waren nicht wach. Viel, viel, viel.
es war viel, viel Scheiße in dem Spiel und ich hoffe, das wird jetzt besser, ja. Weil die Gegner werden auch nicht leichter und das ist so ein bisschen, was mir jetzt Sorgen macht, weil die Situation hatten wir am Anfang der Saison ja genau ähnlich. Mhm. Nur haben wir jetzt gegen Bremen, haben wir nicht kurz vor Schluss verloren, aber auch nur einen Punkt. Jetzt hast du Dortmund-Leipzig vor der Brust. Das ja, das ist das große Problem halt. Also mein Max Kruse in allen Ehren, guter Spieler und Engelstein ja. und Harnik und jetzt kommen halt Reus, Sancho. Also ich weiß nicht, noch wenn Fallett nochmal spielt und Sancho spielt, dann weiß ich nicht. So, wir müssen ein bisschen machen, weil hier stehen noch ein paar Sachen bevor. Okay, dann gehen wir mal auf zum nächsten Gegner, zum BVB. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Ich glaube, das wird auch wieder eine sehr eigene Atmosphäre sein am Samstag in diesem Stadion. Da haben alle wirklich Bock drauf auf dieses Spiel. Das ist halt Samstag auch die Spieler, ne? Das ist der unangefochtene Spitzenreiter, das ist der Titelkandidat Nummer 1. Ich habe da richtig Lust drauf und ich glaube, es geht unentschieden aus. Okay, ja, du sagst, das ist schon ein Tipp. Wir können erst mal zum Gegner an sich kommen. Es ist schon aber so, dass die momentan extrem brutal spielen. Also sie hatten jetzt gegen Hannover, gegen klinisch tote Mannschaft, muss man auch schon dazu sagen, so 10, 15 starke Minuten. Was doll da, das war super jetzt. Ja, genau, das wird richtig super. Liebe Grüße, toll. Ja, keine Ahnung. Mein Ex-Eintrachtler. Ja, gut, dann wird es nur Tabellenplatz 17. Grüße nach Hannover. Tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Ja. Aber gut, was soll man machen? Ja, aber trotzdem. Die echte Anteilnahme. Ja. Das ist authentisch. Mit Martin Kind kann ich kein Mitleid haben. Aber BVB ist schon krass eigentlich, oder? Ja, es wird schwer, da irgendwie eine Schwachstelle zu finden, leider Gottes, beim BVB. Also ich sehe es jetzt nicht so. Also klar, letzten Jahren haben die oft gut gespielt gegen BVB und die werden vielleicht mehr Räume bekommen zum Kontern. Aber mit der Defensive gegen die Offensive vom BVB. Gute Nacht, Maria. Also ich habe großen Respekt. Ich sehe es auch nicht und da gehe ich jetzt sogar, da gebe ich dir sogar recht, weil das Mittelfeld bei der Eintracht ist nicht stark genug, um gegen dieses massive Mittelfeld zu bestehen. Also die haben ja wirklich, die haben ihre Büffelherde nämlich im Mittelfeld. Delaney, Witzel, Pam Pam. Also wenn die wirklich wie das Zentrum spielen und Favre ist ein schlauer Trainer, der wird sich die Eintracht-Spiele schon angeschaut haben und gesagt haben, wenn die Eintracht andere Mannschaften stresst, dann ist alles gut. Wenn die Eintracht aber selber gestresst wird, dann ist es so ein bisschen hektisch alles. Mhm. Und wer, wenn nicht Favre, wird das auf seinem Dachboden mit seinen 800.000 VHS-Kassetten rausfinden? Ich kicke einmal nach nochmal. Ja, das Einzige, was mich so, ich bin grundsätzlich eher der Meinung von Phil, habe aber das Gefühl, dass die Eintracht so oft in der letzten Zeit in der 80. Minute schon komplett platt war. Und das macht mir momentan irgendwie so ein bisschen Sorgen. Ja, wo ich gemerkt habe, gegen Bremen, da sind die auch schon hinterhergerannt. Das kannst du dir gegen Dortmund halt einfach nicht erlauben. Ja, und das ist halt echt das größte Problem. Normalerweise würde ich sehen wie Phil, wo ich dann sage, okay, das ist eine ganz eigene Atmosphäre. Was früher ein Spiel gegen die Bayern war, so du gehst mit Vorfreude hin, du hast richtig Bock auf das Spiel. Das ist bei mir mittlerweile aber gegen das Bayern, gut, dass du das Bayern-Spiel ansprichst, weil das Bayern-Spiel ist genau das, was mir ein bisschen die Hoffnung nimmt. Weil da hatten wir genau denselben Spirit, haben gedacht, geil, Bayern, bla bla. Aber da waren sie halt komplett blöd. Nein, das wird ein anderes Spiel. Ich glaube einfach, dass diese besondere Atmosphäre, die Phil angesprochen hat, die auf jeden Fall da sein wird und die Spieler auch noch mal ein bisschen wacher und konzentrierter sein lassen wird, das reicht trotzdem nicht aus, um diesen Qualitätsunterschied auszugleichen, weil Dortmund ist so massiv geil. Die haben, wenn du Sancho ausschaltest, dann denkst du, boah, das war echt ein Kraftakt. Dann kommt halt der Nächste. Ja, eben, dann hast du Reus, du hast aber wo gibt es denn die Schwachpunkte des BVB? Wenn, dann in der Abwehr. Ja. Ja. Torhüter. Nee, Torhüter nicht. Nein, Glück, der beste Torwart. Komischerweise nicht mehr, muss ich sagen. Da habe ich auch Props an Zorc, dass die diesen Shitstorm gegen ihn nur durchgehalten haben, weil jetzt wird er dafür belohnt. Ja. Also, wir sehen es. Ich hoffe, ich habe es wieder gejinxt wie mit Harnik. Und dann spielt halt so eine Bratwurst wie Harnik bei dir. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt was gejinxt habe damit, aber. Genau. Du jinxst ja jetzt öfter mal ganz gerne Sachen. Du bist ja normalerweise Pessimist, hast aber jetzt mal gesagt, dass es ganz gut läuft. Das wird mir vorgeworfen. Ja, so ein bisschen in den Kommentaren. Aber ein öfter gehalten. Ja, das kann man ja sehen, wie man. Also, keine Ahnung. Ich hatte übrigens keine Kapuze letztens mal, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich bin so eine Mischung aus Realismus. Man kann aber auch sagen, hier in diesem ganzen Haiti-Teil bin ich der Einzige, der mal ein bisschen Fachwissen auch ab und zu mal mit reinbringt, was tatsächlich auch handfest ist. Bin auf jeden Fall auf die Kommentare gespannt. gib mal deinen Tipp ab. Ich glaube, die Eintracht verliert 2-1. Also ich sage 2-2. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die Eintracht... Guck mal, es geht schon los. Ja, ich habe... Okay. Hohes Bein. Ja. 2 Minuten Zeitstrafe für das hohe Bein. 1-3 für den BVB leider. Und du? Das kann der Fußball vom... Hat er schon gesagt? Ja, er hat unentschieden. 2-2 hat er gedacht. Hast du auch 2-2 gesagt, oder? Ich habe unentschieden gesagt. Ja, auf ein Ergebnis will ich mich nicht festlegen. Mhm. Ich sage nur, der Fußball kann vom Rennrodeln viel lernen. Ich habe bei der Rodel-WM ein Maskottchen kennengelernt, Kufi, einen schönen Pinguin, der hatte dreimal so viel Ahnung von Fußball wie ihr zusammen. Ja. War mein bester Freund da. Ja. Kann ich mir genau vorstellen, weil du dich auch erfreut hast an der Namensgebung, glaube ich. Hol ich mal Schluss. Alles klar, liebe Leute, ich glaube, es eskaliert. Macht's gut, aber ihr wisst genau Bescheid. Es gibt noch ein Highlight, ne? Diese Woche. Da passiert noch einiges. Mein Name ist Marvin Mendel und ich kann nur sagen, mein Klient Basti Red hat
keine Angst vor niemandem. Er ist der Mann, er ist das Tier, er ist die Legende und er weiß, wie man Elfmeter schießt und er weiß, wie man Weidel besiegen kann. Deswegen meine ganz klare Empfehlung für diesen Mann, Busty Red. Oh ja. So, meine Vorbereitung wäre damit abgeschlossen, noch ein bisschen Ballast abgeworfen. Mehr muss ich ehrlich gesagt nicht tun. Ich würde sogar so weit gehen, um dir jetzt schon zu sagen, wo ich hinschieße, lieber Basti. Und zwar bei den normalen Schüssen, also alles außer dem dritten, werde ich immer abwechselnd rechts, links schießen. Erster Schuss rechts, zweiter Schuss links, vierter Schuss rechts, fünfter Schuss links. Und trotzdem wirst du keine Chance haben. In diesem Sinne, Hände waschen nicht vergessen.